ein feiner Noppenstein-Designer. Und weil der Koch den Martin mag, ist heut wieder Martinstag. Der mittelalterliche Rüstmeister von Blue Bricks als Special im braunen Karton ohne gedruckte Anleitung, knapp 2000 Teile und das PDF laden wir uns runter. Was erwarte ich von diesem Set? Es ist ein Design von Martin, also interessante Bautechniken und ein hoher Grad an Detailverliebtheit. Ansonsten ist dies ein Set für die Mittelalterwelt von Blue Bricks und in diese Welt haben wir uns ja alle irgendwie vernarrt und es nimmt ja auch kein Ende, nicht wahr? Das sind ein Haufen Tüten. Wir zählen 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41! So! Tüten aufgeschnitten und auf Schalen verteilt, PDF runtergeladen, dann gibt es keine Gründe mehr zu warten und der Bau beginnt jetzt. Ich bin ja ein großer Freund von Herausforderungen und dieser Bau beginnt wie ein typischer Martin und das macht bis hierhin auch richtig Spaß. Die Bautechniken sind cool, aber hier ist noch nichts, was einen überfordert. Was jedoch extrem zeitintensiv ist, ist die Teilesuche. Dieses Set hat 1918 Teile und ein gewaltiger Batzen davon sind die kleinsten, wo gibt. Was aber auffällt, ist, dass viele dieser kleinen Teile nur ein- oder zweimal vorhanden sind und die in diesem Baustadium zu finden, das kann dauern. Und was ich an der Anleitung zu bemängeln hätte, ist, dass in dieser Anleitung leider keine Buchstabenkürzel für schwer identifizierbare Farben verwendet werden. Ob ich bislang an den richtigen Stellen Reddish Brown oder Dark Brown verwendet habe, das weiß nur das Spaghetti Monster. Nichtsdestotrotz fahren wir frohen Mutes fort. Jawohl, das meinte ich, als ich davon sprach, dass ich mir von diesem Set sehr viel liebevolle Details wünsche. Hier haben wir Speere mit Axt vorne dran und Kenner dürfen mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man die nennt. Da sind Schwerter, ein Amboss, ein Blasebalg für das Feuer und das ist echt toll. Und nach wie vor ist die Teilesucherei zeitintensiv, aber es lichtet sich ganz, ganz langsam. Um nochmal auf das Thema Teilesucherei zurückzukommen, ich kann mich natürlich nicht über die Menge an verschiedenen kleinen Teilen in sehr geringer Anzahl beschweren, wenn ich gleichzeitig den Detailreichtum preise. Das eine bedingt das andere, insofern nehme ich das in Kauf. Allerdings bin ich echt ein wenig angefressen, dass Blue Bricks in diesem Set, wie zuvor erwähnt, keinerlei Hilfskürzel bei schwer unterscheidbaren Farben macht. Dass sie das können, haben sie in der Vergangenheit oft gezeigt. Das führt eben auch zu langer Sucherei, nämlich wenn ich ein Teil zum Beispiel in Light Bluish Grey suche, denn so schaut es in der Anleitung aus und am Ende stellt es sich heraus als Flat Silver. Oder ich bemerke erst 80 Bauschritte später, dass Teile reddish braun sein sollen, weil es im direkten Vergleich mit neu zu verbauenden Teilen plötzlich ersichtlich wird und das im ursprünglichen Bauschritt absolut nicht zu erkennen war. Dann sucht man nachher Teile, die schon längst verbaut sind und das alles erschwert einem die Geschichte und trübt den Bauspaß. Schade. Das, was ich hier allerdings jetzt stehen habe, sieht toll aus und die Bauerfahrung an sich ist spitze. Und nachdem ich meinen kleinen Rant losgeworden bin, ist das Thema hiermit aber auch durch und ich begebe mich mit Zuversicht in den weiteren Bauverlauf. We'll be right back.
Da habe ich doch glatt mal eine Dreiviertelstunde weitergebaut und wir haben jetzt eine hübsche Tür, die man natürlich öffnen kann. Der Werkstattanbau hat die erste Hälfte eines Daches erhalten und alles in allem hat das sehr viel Spaß gemacht. Man muss hier ausdrücklich mal die Qualität der Steine loben. Es befriedigt, mit ihnen zu bauen. Alles fein und schon geht es weiter. Was haben wir gebaut? Fangen wir mal rechts an. Ein Schild, eine Axt, Lanzenwaffe. Dann haben wir im Eckstübchen des Obergeschosses drei Fässer, eins befüllt mit Harpunenspitzen und eine fancy Klimaanlage. Oder nee, es ist ein Ghettoblaster. Und dann ist der Aufbau auch schon ein Stück weit fertig und da haben wir ein paar Armbrüste und eine nette Batterie an Panzerfäusten. So muss das. Hat Spaß gemacht und ich baue weiter. Ach, wie schön, was für ein gelungenes Dach und wie toll, dass dieses Gebäude diese außergewöhnliche Form hat. Ein Quadrat, welches sich an einer Seite spitz ausdehnt und der Werkstattanbau, der sich in einem Winkel ans Haus schmiegt. Sowohl das Dach als auch das Obergeschoss strotzt nur so von spaßbereitenden Bautechniken und am Ende fügt sich alles stabil ineinander. Übrigens lässt sich das Dach abnehmen, denn es steckt mittig auf einer Technikstange. Ich reite jetzt in den Endspurt, denn da haben wir nur noch die Pferde und ihr Gespann sowie etwas Deko am Gebäude. So, und damit sind wir durch mit Martins mittelalterlichem Rüstmeister. Zunächst mal ein Blick auf die übrig gebliebenen Teile. Man kann die Pferde auch vom Gespann nehmen und separat platzieren. Und dafür gibt es hier einen 1x2er Stein und eine Fliese in der jeweiligen Farbe des Pferdes, um die dann vorhandene Lücke im Pferderücken zu schließen. Schauen wir uns den Wagen an, eine Art Kanonenwagen würde ich sagen. Und der ist schon echt cool und er fährt auch. Aber hier gab es leider ein Fehlteil bei mir und diese Fliese in Dark Brown sollte eigentlich Reddish Brown sein. Aber das ist der Thematik geschuldet, die ich zuvor schon angesprochen hatte. Insgesamt ist die Anleitung gut, aber eben in Teilen auch echt schlampig und überarbeitungswürdig. Am Gebäude selbst haben wir dann noch lediglich diesen netten kleinen Schleifstein und dann das obligatorische Grünzeugs angebracht. Und das Gebäude an sich ist für mich persönlich ein echtes Schmuckstück. Insgesamt hatte ich bei diesem Set wesentlich mehr Spaß als beim letzten Set von Martin, dem Köhlerlager, und wäre da nicht das kleine Ärgernis mit dem Fehlteil und der unnötigen Mühe des Braunton-Auseinanderhaltens, dann wäre es echt ein perfektes Klemmbaustein-Set. Natürlich fällt mein Fazit insgesamt positiv aus, aber auch hier, genau wie beim Köhlerlager, ein Set, welches als Solitär nicht viel taugt, aber unfassbar toll in ein großes mittelalterliches Setting reinfindet. Insofern liegt es an euch, ob ihr euch das gönnen möchtet. Wenn es um den puren Bauspaß geht, dann kann man hier nichts verkehrt machen. Es ist halt wieder eines jener Sets, bei welchem ich echt traurig darüber bin, dass ich nicht den notwendigen Platz habe, um mir eine mittelalterliche Stadt aufzubauen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Ich bin der Koch und raus für heute.